Hallo liebe Makrofonhörer und herzlich willkommen in der Urzeit. Heute geht es um Disneys Dinosaurier. Dinosaurier zählt zu den unbekannteren Disney-Produktionen und das, obwohl der Film lange Zeit der teuerste Film der Firma war. Die Produktion begann schon 1994, kurz nach Abschluss von Der König der Löwen. Die Idee war, einen Film mit Sauriern zu machen, wobei man zunächst echte Landschaften filmte und die Saurier dann im Computer erzeugte. Interne Probleme und immer neue Änderungen am Drehbuch verschoben aber die Fertigstellung des Films bis ins Jahr 2000. Der Streifen kostete Disney insgesamt über 200 Millionen Dollar. Und obwohl er einiges an Kasse machte, blieb aufgrund der hohen Kosten nur ein kleiner Gewinn für Disney übrig, was wohl auch der Grund ist, warum man den Film schnell ad acta legte. Durch einen Unfall kommt das Iguanodon-Baby Aladar zu einer Lemurenfamilie. Der Häuptling der Lemuren warnt seine Leute vor ihm. Tiere wie die fressen sowas wie uns, wie Erdnüsse. Seine Tochter Plio aber will den Kleinen nicht einfach im Stich lassen. Keine Sorge, bei uns wird er kein Fleischfresser. Und so wächst Aladar bei den Lemuren auf und lebt glücklich auf deren Insel, bis diese eines Tages durch den Einschlag eines Meteoriten zerstört wird. Nur Aladar und seine Familie überleben. Zum Glück trifft die Truppe auf eine Herde wandernder Dinosaurier. Diese sind auf dem Weg zu ihrem Nistplatz. Es ist der wunderschönste Platz auf der ganzen Welt, Kindchen. Alle unsere Babys kommen dort zur Welt. Bald freundet sich Aladar mit der alten, aber rüstigen Ima. Rückwärtsgang, hä? Wenn du auf die Art schneller vorankommst, sag mir Bescheid, ja? Und der freundlichen Brachiosaurierin Baleen an. Dieses Geschubs und Geschiebe und alles nur für ein Schlafplätzchen. Aber Aladar gerät auch mit Kron, dem skrupellosen Anführer der Saurier, aneinander. Den Schwachen das Tempo überlassen. Toller Vorschlag. Ich glaube, du überlässt das Denken lieber mir, Aladar. Auf der Wanderung lernt Aladar zudem Krons Schwester Nira kennen und die beiden kommen sich näher. Entschuldige. Nein. Als Carnotauren, bösartige Fleischfresser, die Gruppe angreifen, werden Aladar und seine Freunde von den anderen getrennt. Sie fliehen in ein Höhlensystem, erreichen aber bald eine Sackgasse. Aladar ist am Ende und will aufgeben, was Baleen aber nicht zulassen kann. Natürlich gibt's noch Hoffnung. Wir sind doch hier, nicht wahr? Wie kann man dieses Glück so leichtfertig vergeuden, indem man aufgibt? Gemeinsam durchbrechen sie eine Felswand und finden sich zu ihrer Überraschung am Ziel ihrer Wanderung wieder. Unser Nistplatz, so schön wie am ersten Tag. Ima entdeckt aber, dass der Weg, den die Tiere normalerweise nehmen, durch einen Steinschlag versperrt wurde. Aladar geht zurück, um die anderen zu warnen. Aber Kron bleibt stur. Die Erde bleibt bei mir! Die beiden geraten aneinander, werden aber von einem Carnotauren unterbrochen. Aladar hat eine Idee. Bleibt bei mir! Wenn wir auseinanderlaufen, schnappt der eine nach dem anderen! Bleibt zusammen! Gemeinsam überwindet man den Fleischfresser, der sich dann aber auf den zurückgebliebenen Kron stürzt. Trotz Aladars Eingreifen ist es zu spät. Kron erliegt seinen Wunden. Aber es wäre kein Disney-Film, wenn es kein Happy End gäbe. Aladar und Nira gründen eine Familie und der Film endet mit der Geburt ihrer Kinder. Die Handlung von Dinosaurier erinnert stark an den Film In einem Land vor unserer Zeit. Saurier von unterschiedlicher Herkunft schließen sich zusammen, lernen, wie wichtig Freundschaft und Zusammenhalt sind und erreichen ein großes, fruchtbares Tal. Hier wurde schamlos geklaut, auch wenn die Saurierarten andere sind als im Vorbild. Die Geschichte hat zwar zugegebenermaßen etwas Zeitloses, aber viel von ihrer Moral kennt man schon aus anderen Filmen. So will es das Schicksal. Nur wenn du dich ihm ergibst, Bruton. Du entscheidest, nicht dein Schicksal. Auch hinterlassen die Charaktere nicht unbedingt einen bleibenden Eindruck. Mal von Krons rechter Hand Bruton abgesehen, der durch sein rüpelhaftes Verhalten auffällt. Wenn du an deinem Leben hängst, sieh zu, dass du mit deinen kleinen Pestbeulen Land gewinnst! Alle Kritik fällt einem aber erst nach dem Genuss des Films auf. Denn der Film haut einem beim ersten Angucken regelrecht um. Die Kameraarbeit und die Qualität der Animationen sind schlicht umwerfend. Immer wieder sieht man atemberaubende Landschaftsaufnahmen. Und wenn die tolle Licht- und Farbgebung ihre volle Wirkung entfalten, möchten nicht nur Kameramänner vor Freude weinen. In den Kinosälen ging während der Vorführung des Films immer wieder ein kollektives Wow durch die Reihen. Was den Film aber vor allem hervorhebt, ist die Musik von James Newton Howard. So einen gelungenen Soundtrack findet man nicht alle Tage. Die Musik unterstreicht den Film perfekt, passt super zur Atmosphäre und frisst sich so tief in die Gehörgänge, dass man sie so schnell nicht mehr vergisst.
Zusammen mit der schon erwähnten Bildgestaltung entsteht eine nahezu perfekte Symbiose aus Bild und Ton, der man sich nur sehr schwer entziehen kann. Ein wahres Fest für Cineasten. Wer einen Film mit komplexer Handlung und tiefgründigen Figuren sucht, der sollte besser weitersuchen, denn beides bietet Dinosaurier nur bedingt. Wer aber einfach einen Wohlfühlfilm mit tollen Aufnahmen und klasse Musik will, der wird Dinosaurier lieben. 4 Punkte. Und jetzt? Edward hier.